Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute würde ich gerne das iPad Air 2 von Apple und das Nexus 9 von Google miteinander vergleichen. Wir haben hier zwei High-End-Tablets, die erst vor kurzem veröffentlicht worden sind, und wir wollen natürlich sehen, welches besser abschneidet. Das Erste, was uns auffällt, oder zumindest mir auffällt, ist, sie sehen sich sehr ähnlich. Das merkt man daran, dass wir hier auf jeden Fall kein Nexus haben und hier kein iPad. Denn wir haben hier das iPad und hier das Nexus. So, das ist mal das Erste, was irgendwie ins Auge sticht. Um mal genauer darauf einzugehen. Wir haben hier Touch ID. Wir haben einen Lightning Connector, diesen Speaker Grill. Wir fahren einfach mal hier entlang. Wir haben hier leiser, lauter. Mikrofon, Mikrofon, Kamera, Powerbutton, Kopfhöreranschluss und im Prinzip war es das eigentlich auch schon. Und natürlich das nette Apple-Logo, wie immer. Und wir können es wieder zurücklegen. Also sehr, sehr dünn, angenehmes Design, hinten halt Metall. Wir haben hier eine Wi-Fi-Only-Version mit 64 GB auf 8.1. Dann haben wir hier das Nexus 9 mit 9 Zoll. Hier haben wir den Moment, ich zoome mal ran. Micro-USB-Anschluss, Mikrofon, leiser, lauter, Power-Taste, Mikrofon, Kamera, LED, Headphone-Jack hier noch, Benachrichtigungs-LED und ich glaube, da ist nichts mehr. Nein, und hinten halt dieses nette, schöne Nexus-Logo, gefertigt von HTC. Und das Besondere, was einem hier auffällt, ist keine Touch-ID oder kein Home-Button, aber wir haben hier diesen netten HTC-Boom-Sound, der eine gute Audioqualität geben sollte. Ich komme darauf noch nachher zurück. Also, wir haben hier diese beiden Geräte und wir können einfach mal die Hülle hier weglegen. So, also nicht zu verwechseln, wir haben hier das Nexus und hier das iPad Air 2. So, als erstes würde ich mal sagen, ein ganz normaler Boot-Up-Test. Dass wir schauen, dass wir die Geräte irgendwie in die Finger kriegen, ordentlich. Moment. Und haben hier, und versuchen mal beide gleichzeitig zu starten. So, der Bildschirm beim iPad war schneller da. Wir haben hier einen schönen Vergleich der Logos. Beide haben ein Passwort gesetzt. Wie gesagt, Lollipop 8.1, die neuesten Versionen, die verfügbar sind. Übrigens, das hier ist geroutet, das hier ist gejailbreakt. Also wir sollten ziemlich ähnliche Ergebnisse haben. Das iPad war zuerst. Sperren wir das Ding mal. Und das Nexus lädt noch fröhlich vor sich hin und zeigt anscheinend kaum Änderung. Es lädt. Gut, also in Sachen Starten hat das iPad eindeutig gewonnen. Ich weiß nicht, ob es an der Version liegt. An Daten und an Apps ist eigentlich ziemlich dasselbe installiert. Vielleicht nicht genau dasselbe, aber sehr ähnliche Sachen. Aber in beiden Fällen konnte man starten, also gibt es da keine Probleme. Was jetzt vielleicht noch interessant ist, werde ich gleich mal richtig eine Nachricht für das Nexus 9. Herzliche Glückwünsche von Google. Sehr treffend. Wir haben hier Geekbench. Wenn ich Geekbench hier finden würde. Bitte sehr. So. Und wir haben hier eben das Nexus 9. Und wenn man vielleicht noch ein bisschen ranzoomt, damit man es besser erkennen kann. Genau, also wir haben hier Android 5.0, wir haben hier einen Prozessor, einen Dual-Core-Prozessor mit 2,5 GHz und 1,79 GB RAM, also circa 2. Wir haben hier das iPad Air 2 mit iOS 8.1, wie schon erwähnt.
und einen Tri-Core-Prozessor mit 1,51 GHz und 1,94 GB RAM. Und wir starten jetzt einfach mal beides. Ich versuche das gleichzeitig drauf zu tippen. So, na bitte. Das kann halt ein bisschen dauern. Bitte 4558 für Multicore und 1812 für Single-Core. Hier ist das Single-Core sogar ein bisschen höher mit 1877, aber dafür der Multicore nur 3369. Wobei das eigentlich noch relativ gut ist. Ich erinnere mich noch an 2009, wo mein MacBook Pro mit, glaube ich, 13 Zoll genauso viel Leistung hatte. Das heißt, wir haben hier einen neuen, also einen dritten Kern, was dazu führt, dass der Score wesentlich besser ausfällt. Allerdings einzeln sind sie eigentlich ziemlich ähnlich. Gut, soweit, so gut zu Geekbench. So, wenn wir jetzt einfach mal zwei Apps starten, es sind natürlich dieselben, aber sollten dieselben Funktionen beinhalten. Einstellungen. Nexus. Eindeutig schneller. Dann haben wir hier zum Beispiel noch, sagen wir mal, Treasure It. Bin ich nicht angemeldet, das ist blöd. Kann man nicht vergleichen, macht nichts. Gehen wir einfach mal auf YouTube. Schneller auf dem iPad Air, wobei hier noch eine Meldung kam. Fast gleich eigentlich, wobei es zuerst ausgesehen hat, als ob das schneller wäre. Wir können einfach mal irgendwie dasselbe Video aufrufen, wenn wir halt ein dasselbe Video finden. Gehen wir einfach mal auf. So, sagen wir mal dieses Video. Hier kommt zuerst die Werbung. Ja, super. Die Werbung ist natürlich wieder sehr störend. Tut mir leid deswegen. Und hier fehlt der Sound. Nehmen wir mal dieses Video. Schneller. Also schneller. Was man noch hier gut sehen kann, zumindest aus meiner Perspektive, das Weiß ist hier vielleicht ein bisschen, sagen wir so, leicht gelblich. Es sieht heller aus. Das hier sieht wesentlich natürlicher aus und fühlt sich auch ein bisschen eher an, als wäre es näher am Bildschirm. Also, dass der Touchscreen näher am Bildschirm ist als hier. Das ist nun mal mein Eindruck, weil ich noch zum Thema Audio etwas sagen wollte. HTC Boom ist gar nicht mehr so schlecht, wenn man es laut macht. Ist allerdings das iPad Air ein bisschen lauter. Wenn man es ganz aufdreht, beziehungsweise überhaupt Musik hört oder Dinge abspielt, dann vibriert es ganz leicht, wenn man es hoch aufdreht. Was mir hier aufgefallen ist und mich sehr stört, ist, wenn man überhaupt etwas hört, egal ob Musik oder auch Videos ansieht, vibriert das iPad Air extrem stark. Also das iPad Air 2 vibriert richtig und das spürt man in den Fingern, das ist dann so ein Kribbeln. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Wahrscheinlich wegen dem Bass, wegen dem Lautsprecher und wegen der Dicke oder halt, weil es so dünn ist. Allerdings ist es sehr, sehr nervig. Gut, soweit, so gut. Gehen wir zurück. Wir haben zum Beispiel noch Google Plus. Schneller. Eindeutig schneller. Geht zurück. Facebook. Schneller. Und hier merkt man schon wieder diesen Unterschied zwischen Android und iOS. Das Gute an iOS ist, es gibt genug iPad-optimierte Apps. Wir sehen es hier perfekt optimiert. Hier haben wir eigentlich nur eine hochskalierte Handy-Version, was mich ab und zu doch sehr stört. Aber das ist nun mal halt so. Es gibt halt mehr iPad-Apps, als es Tablet-Apps für Android gibt. Dann haben wir hier Tailor und Tweetbot. Zwei sehr gute Klienten. Ungefähr gleich. Okay. Und bevor es hier lächerlich wird, machen wir noch vielleicht Weather Pro. Schneller, langsamer. Gut, jetzt wird es noch interessant. Und zwar jetzt werden wir mal die nativen Browser testen. Voilà. So. Und gehen einfach mal auf, sagen wir, 9 zu 5 Google, ja. Und hier auch. Ja. Google natürlich empfehlenswerterweise.
Und wir starten. Also, das ist geladen und das ist fertig. Das lädt noch. Wobei das zuerst angezeigt hat. Das nächste war eigentlich am Anfang ein bisschen schneller. Das iPad hat aber schneller geladen. So, dann gehen wir noch auf eine andere Seite. Sagen wir der Standard. Googeln wir einfach mal nach. Der Standard. Und natürlich habe ich auch nicht drauf gedrückt. Hallo. Okay. Das war vielleicht nicht so gut. Wir sehen hier schon wieder verschiedene Versionen, was mir eigentlich gar nicht gefällt. Wir gehen mal hier auf die Vollversion. Cool, jetzt haben wir dieselbe Version. Gehen wir mal hier drauf. Beginnt wieder schnell zu laden. Das nächste war schneller fertig. Das hat sich irgendwo aufgehängt. Gut, gehen wir mal runter. Oh, das Video sieht interessant aus. Das könnten wir abspielen. Das war eindeutig schneller. Was mir noch aufgefallen ist, prinzipiell, dieses Interface hat mir noch nie wirklich gelegen. Das heißt, dieses eingebettete Video ist für mich oft relativ schwierig in den Vollbildmodus zu schalten und es hängt sich auch oft hier auf. Und genau hier habe ich schon wieder ein paar Probleme. Wenn man das hier das sich anschaut, das funktioniert wesentlich besser. Zumindest aus meiner Erfahrung. Das ist das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist, so als Vergleich iOS, Android. Ich überlege noch, was man sonst noch machen könnte. Vielleicht einen Speed-Test. Hier haben wir RTR-Netztest und hier speedtest.net. So, dann starten wir einfach mal bei beiden. Beides sind im selben WLAN. Ich habe 75 Megabit Down und 8 Megabit Up. Sollte also kein Problem sein. Wir haben hier ein 2,4 GHz Netzwerk bei beiden. Also nicht 5, sondern nur 2,4. Und zur Info ist es eine Apple Time Capsule. Und dann haben wir einen relativ guten Empfang bei beiden. Gut, also in Sachen Upload sind sie ziemlich gleich. Das iPad Air hat sogar über 2,4 GHz ein bisschen schnelleren Download. Auch interessant. Gut. Ping war doch ein großer Unterschied, aber gut, das wollte ich jetzt nicht direkt testen, ich wollte die Geschwindigkeit wissen. Gut, das sind so die wichtigsten Vergleiche, glaube ich, die mir jetzt einfallen. Wir können doch einfach zum Beispiel die Presse, österreichische Nachrichten-App und iPad. Nexus. iPad gewinnt. Nun gut, fällt jetzt auch nicht viel mehr ein. Ich denke mal, das passt soweit. Ich kann gerne noch ein Video machen, wenn ihr wollt. Einfach nur einen kommentieren und sagen, was ihr gerne sehen wollt, solange ich die beiden noch habe. Im Vergleich, jetzt im direkten Vergleich zu den K.O.-Kriterien, würde ich mal sagen, dieses Gerät, wenn wir mal auf die Einstellungen-App schauen, hat vom Speicher her 20,33 GB noch verfügbar, prinzipiell aber nur 25,61 GB. Und wir haben hier 55,5 GB. Was mich stört an der 32 GB-Version vom Nexus ist, dass man eben nur ca. 25 bis maximal 26 GB verwenden kann. Das heißt, 6 GB gehen eigentlich nur durch das System drauf. Hier haben wir auch 9 GB, die drauf gehen, allerdings haben wir eben doppelt so viel Speicher, was mich nicht so stark stört. Ich persönlich verwende iTunes Match noch relativ häufig, lieber als Google Music, deshalb kommt das halt nur mit dem iPad in Frage. Das ist so eine kleine Sache, macht soweit nichts. Mich stört vor allem am Nexus, dass es eben kaum optimierte Apps gibt, beziehungsweise wenn sie optimiert sind, dann sind es wirklich die wenigsten. Hier haben wir fast nur iPad-optimierte Apps. Gleichzeitig allerdings sind die Apps auch hier wesentlich teurer. Touch ID finde ich sehr praktisch, auch wenn ich nicht immer mag, Fingerabdrücke zu verwenden, weil einfach die biometrischen Daten nicht veränderbar sind. Das heißt, wer meinen Fingerabdruck hat, wird ja viel Freude haben, meine Geräte zu entsperren für immer und ewig. Aber es ist praktisch, man muss es ja nicht verwenden. Hier ist es halt so, dass man diese Onscreen-Buttons hat. Finde ich auch nicht unpraktisch, weil wenn man das Ding dreht,
hat man sie halt hier auch immer wieder unten und nicht halt irgendwo unten hier zum Beispiel. Wenn man es hier natürlich dreht, kann man auch machen. Vorausgesetzt, ich hätte die Sperre deaktiviert. Dann haben wir halt den Homebutton immer noch hier unten. Also das ändert sich halt nicht. Gewöhnungsbedürftig ist für mich eigentlich ein ziemliches Unentschieden. Ansonsten, wir haben hier, soweit ich weiß, USB OTG, das heißt, wir können USB-Geräte anhängen, könnten wir hier auch, allerdings ist die Stromausgabe nicht allzu stark und der Adapter kostet eben auch etwas, wesentlich mehr als diese USB OTG-Adapter für Micro-USB-Geräte. Ansonsten haben wir eigentlich fast dieselbe Kamera, die wir übrigens auch noch schnell testen könnten, wenn mir das jetzt einfällt. Na, Foto. Also geht wesentlich schneller am iPad. Wobei ich Schwachmat natürlich den Blitz angelassen habe. Tut mir leid, probieren wir es nochmal. Trotzdem macht kaum einen Unterschied. Also im Großen und Ganzen ist das iPad schneller, wesentlich schneller. Hat dafür auch Slow-Mo. In Sachen Videoaufnahme sind sie, glaube ich, ziemlich gleich. Die Kameraqualität bei beiden nicht überragend, aber nicht schlecht. Also ist in Ordnung, ist passabel. Was kann ich sonst noch dazu sagen? Beide Geräte sind sehr, sehr leicht, haben fast dasselbe Gewicht, wobei eben das iPad ein bisschen größer ist, was ich eigentlich mehr mag. Die Dicke stört mich bei dem überhaupt nicht. Im Vergleich zum iPad 3 ist es wesentlich dünner, und zwar wesentlich dünner. Dass der Power-Button hier ist und eben hier auch gewöhnungsbedürftig, dann, ich denke mal, nach einer Woche hat man es dann irgendwann, es fühlt sich nicht falsch an, es ist in Ordnung. Also, das ist eben Google und Apple-Style, diese Unterschiede. Ja, wir haben eben den Sound hier unten und oben. Ich mag es halt nicht, dass es so stark vibriert. Dafür ist der Sound sehr, sehr gut. Nur in Händen halten, wenn ich ihn jetzt abspiele, würde ich jetzt nicht wollen. Leider dadurch. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Das Wichtigste ist, glaube ich, eben der Speicher. Für mich sind 32 GB einfach zu wenig. Und es gibt keine größere Version, was ich sehr schade finde. Hier haben wir halt eben 64 GB oder halt 16, beziehungsweise es gibt auch 128 GB und das reicht dann schon. Und obwohl es ein bisschen teuer ist, also teurer als das Nexus jetzt im Vergleich, hat es eben doch doppelt so viel Speicher und das lohnt sich im Großen und Ganzen dann eben schon. Sonst, wenn ich es noch kurz umdrehe auf der Rückseite, finde ich das halt wesentlich angenehmer beim Nexus, weil wir haben hier eine angenehme, nicht wirklich klebrige, aber weiche, sanfte Rückseite, die halt diese metallene Rückseite, die wir auch sonst kennen. Ob es jetzt irgendwie brechen oder sich verbiegen, keine Ahnung, will ich auch gar nicht testen. Nur im Vergleich zum iPhone sollte man das Ding vielleicht nicht in die Hosentasche stecken. Ich denke, wenn man sich draufsetzt, wird jedes davon kaputt gehen. Übrigens ein Video, glaube ich, wo das iPad Air 2 auch sagen, versucht wird zu brechen oder halt zu verbiegen, gibt es, glaube ich, auch. Ich kann dir den Link gerne mal hineinposten. Letzter Gedanke, welches von beiden ist besser? Ich würde jetzt mal sagen, das iPad hat eben bessere Apps und deswegen finde ich es jetzt besser, auch in Sachen Speicher. Allerdings, das Nexus ist ein sehr, sehr gutes Gerät. Es ist besser als das Nexus 7, das 10er, das ich eben, wo beide nicht gemocht habe, wirklich. Und es ist ein guter Versuch, vor allem mit Lollipop, weil einfach dieses neue Design haben und es fühlt sich gut an, es läuft flüssig, es gibt keine Probleme. Vielleicht oben ab und zu haben wir hier eine ziemlich starke Wärmeentwicklung, was mich stört. Da liegt vielleicht am Nvidia-Tegra-Chip oder am CPU. Das haben wir beim iPad ungefähr hier, aber wesentlich seltener. Höchstens, wenn man eben viele Apps installiert oder gerade spielt. In beiden Fällen, wenn man spielt, wird das Gerät sehr, sehr heiß, was wirklich ein großer Minuspunkt ist. Und ich deswegen nicht unbedingt zum Spielen empfehlen würde, auf Dauer zumindest. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich glaube, das passt soweit. Wenn ihr es gemocht habt, das Video, liked es oder disliked es, wenn ihr es nicht gemocht habt. Und abonniert mal einfach. Und ich kann gerne noch weitere Videos posten, vor allem zum iPad Air, das ich wahrscheinlich auch dann behalten werde. Trotzdem, guter Versuch, Google. Kein schlechtes Tablet, kann beide empfehlen. Und hier ist auf jeden Fall der Preispunkt besser. Danke fürs Ansehen, auf Wiedersehen.